Ja, hallo, liebe Wortfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen. Ja, ihr habt's erraten. Vectorio. Und ich sehe gerade, oh, wir brennen ja ganz schön gut Eisen weg. Okay, wir wollten das letzte Mal, wollten wir uns um die Forschung kümmern. Wir möchten gerne Replikatoren erforschen und gleichzeitig aber auch noch ein bisschen Samen uns mal ein bisschen beschaffen, damit unsere Tree Farm Mod, unsere Tree Farm generell langsam anlaufen kann. Und ja, also es ist wirklich so, das Hauptaugenmerk soll jetzt auf die Forschung liegen und deswegen schaue ich mir das nochmal ganz genau an. Also, wir würden ja gerne das hier haben, ne? Um das zur Verfügung zu bekommen, ja, benötigt das hier und das hier. So, das hier scheint schon zu funktionieren, erforscht. Ach, ist schon erforscht, sehr schön, perfekt. Das heißt, wir brauchen bloß noch Replikator 2. Ja, also erforschen wir Replikator 2 nicht verfügbar, denn ich ermöglicht, benötigt das hier und Replikator 1. Ist doch beides schon erforscht. Der will mich verarschen. Hä, es ist doch beides erforscht. Warum geht das dann nicht? Wieso kann ich das nicht erforschen? Ja, Leute, keine Ahnung. Okay, das ist dann wirklich ein bisschen komisch. Ich hätte doch gerne das hier erforscht. Dafür brauche ich das. Ich schau mal, was ich dafür brauche. Dafür brauche ich auch Replikator 2 und Replikator Kupferohr. Kupferohr-Replikator habe ich schon. Aber ich brauche den Replikator 2. Wieso kann ich ihn nicht erforschen? Oder kann ich. Nee, ich kann da nicht draufklicken. Weil angeblich irgendwas fehlt. Also hier kann man ja nichts draufklicken. Das geht ja nur hier. Replikator 2, nicht verfügbar. Benötigt Superkontaktor. Hab ich. Nee, verfügbar. Ah, Superkontaktor muss ich noch machen. Okay, dazu bräuchte ich aber, muss ich per Hand erstmal ein paar rote machen. Rote waren hier bei Zwischenprodukte. So 40 wären kein Problem. Ich mache aber erstmal nur 10, weil die brauchen eine Weile. Und gleichzeitig werde ich jetzt schon mal die rote Fabrik quasi in Auftrag geben. Brauche ich Holz. Haha, ich brauche jetzt schon wieder Holz. Gibt's ja gar nicht. So, hier oben, der hat nichts mehr zum Abbauen. Der hat keinen Brennstoff mehr. Mal schauen, wie viel sind denn hier noch drin? 15 bloß. Okay, da ist, wäre es schon ganz nicht schlecht, ein bisschen Eisen zu haben. So, Abbaugeschwindigkeit müsste ich auch irgendwie mal erhöhen hier. Das ist ein bisschen langsam. Okay, reicht erstmal. Schmeiß mal schnell hier rein. Dann bauen wir uns schon mal sowas. Und schmeißen uns die roten, die wir jetzt schon haben, schon mal in die Forschungsanlage, damit das schon mal anfängt zu forschen. So. Okay, dann. Die roten brauchen eigentlich nur Kupferplatten und Zahnräder. Ja, nur Kupferplatten und Zahnräder. Wir stellen hier Kupferplatten her, aber noch keine Zahnräder. Steinzahnräder vor allem. Das heißt, ich muss hier oben eine Maschinerie aufbasteln, damit er auch wirklich das die ganze Zeit macht. Kupfer holen wir uns von unten. Aber hier die Maschinerie. Wie machen wir es am blödsten? Ja. Schwierig. Steinfels kriege ich übrigens nicht kaputt. Ist das einzige Stein, das ich habe hier, ne? Das bisschen da. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, an Stein reinzukommen. Ich weiß nicht, ob wir das schon erforscht haben. Das muss ich jetzt natürlich auch erstmal suchen. Und zwar gibt es ja bei Ditech so eine geilen Pumpen, die Stein herstellen können. Aber ich befürchte, dass wir die nicht herstellen können. Okay. Ja, ich befürchte tatsächlich, die können wir nicht herstellen. Das sind dann, nee, das ist Kompressor hier, Wasserpumpen. Okay. Es gibt ja die und da gab es aber noch andere. Wasserreinigung, nee, Reinigung ist Reinigung. Hier, das sind die Wasserpumpen waren das, glaube ich, das konnten. Ne, die haben bloß Wasser rausgeholt. Was war denn das andere? Das war, ach genau, Wasserreinigung. Die Wasserreinigung war das. Okay, die haben wir dann noch nicht. Kriegen wir später dann auf jeden Fall. So. Das heißt, ich muss hier erstmal aus Zahnrädern. Schauen wir mal kurz. Zwischenprodukte sind hier. Steinzahnräder braucht wirklich nur Stein. Also könnte ich quasi auch direkt hier. In der Hoffnung, dass mir das hier nicht kaputt gemacht wird. Zwei Knickarme. Und dann wird direkt hier Steinzahnräder hergestellt.
So und so. Beziehungsweise, damit es schöner aussieht, machen wir es dahin. Dann kommt ein Fließband. Das Problem ist natürlich, es können angegriffen werden. Und da habe ich dann so ein paar Probleme. Achso, ich muss noch ein paar rote herstellen. Das muss ich auch noch machen. So. Weil hier forscht doch gerade nichts mehr. Aha. Ja, muss man alles gleichzeitig irgendwie machen. Interessant, auf jeden Fall interessant. So. Ja, das bringen wir jetzt nach unten. Da, wo es halt hingehört. Ich weiß noch nicht genau, wo es hingehört. Gebe ich ehrlich zu. Hier schon mal nicht hin. Machen wir es dahin vielleicht. So, so. So. Okay. Und von hier unten müssen wir uns die Kupferplatten hochholen. So, dafür wäre es natürlich nicht schlecht gewesen, wenn ich jetzt Untertunnelung hätte. Hab ich aber noch nicht. Wenn ich keine Untertunnelung habe, wird es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt die Kupferplatten da hochzukriegen. Weil ja hier die Kohle auch mit lang geht. Ich brauche die Untertunnelung, Leute. Das ist dann schon relativ wichtig. Ich schaue mal ganz kurz nach. Die Untertunnelung hier braucht 20 rote. Okay, da können wir dann noch nicht weiterbauen direkt. Aber ich weiß auf jeden Fall, das kommt dann hier hoch. So. Oder? Ja. Und hier haben wir dann hier oben quasi unsere Sachen. Kann ich nicht weiterbauen. Verdammt. Weil die Roten jetzt die ganze Zeit bauen. Aber okay. Steinzahnrad Bonus bekommen. Wow. Nice. Okay. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich verstehe das nicht, Leute. Was bedeutet das denn hier? 7 Tage eigentlich. Ich habe sogar auf unendlich gestellt, glaube ich. Aber es ist nicht 7 Tage, ja, Tag, sondern es ist auch ab und zu mal Nacht, wie man sieht. Naja, gut. Ich habe übrigens noch ein Small Electro Furnace. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht könnte ich... Nee, geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich könnte aber auch schon Elektro-Dinger aufbauen und alles. Das ist eigentlich kein Problem. Ich habe ja eigentlich ein bisschen Strom. Könnte man auch schon Elektro-Abbaugeräte bauen. Dann könnte ich hier eigentlich... ein paar Sachen abändern. Naja, ich lasse das mal kurz so. Schmeiß noch schnell die roten hier rein, wenn ich sie schon mal gerade fertig habe. Wird noch nicht reichen, muss ich noch ein paar machen. Aber erstmal baue ich mir vorher noch so eine wunderschöne Montagemaschine. Die brauche ich, das ist wichtig. Das ist so, dann mache ich das so, so, so und so. Montagemaschine kommt dann... Ja, es ist halt, ja, am Anfang ist halt immer total durcheinander. Mal gucken, ob ich das irgendwann wirklich umbauen kann. Ich baue mal gleich noch einen hinterher und jetzt zimmer ich mir noch, na, das war hier, ein paar rote. So. Also, jetzt habe ich natürlich noch keinen Knickarm. Haha, naja, gut. So, und dadurch, da werden die jetzt hergestellt, ganz einfach. So, brauchen wir bloß Steinzahnräder und Kupferplatten. Und das ganze Zeug geht dann halt, keine Ahnung, erstmal nach unten. Und dann muss ich das Ding da mal abbauen. Jetzt ist eine gute Zeit, das abzubauen. Und dann bauen wir den einfach hier hin und dann klappt das ganz gut. Direkt daneben. Das passt. So. Strom brauchen wir aber allerdings noch. Und der Strom kommt von... Na? Komm schon. Tenchi, hier, Zwischenprodukte. Nein, ist nicht Zwischenprodukte, das sind... Ach, hier bei Logistik. Natürlich bei Logistik. Ah, ich kann es ja gar nicht bauen. Oh. Oh, shit, ey. Na, immer das gleiche Problem. Naja. Kriegt man schon hin. Muss ich mal kurz warten. Oder ich breche hier einfach mal ein paar rote ab. So. Und breche ich auch mal ab. Dann klappt das auch. Ist ja wichtig. Okay. So. Dann schnell die 11 noch reinschmeißen. Hier drüben fehlt jetzt natürlich auch ein bisschen Strom. So und ja. Machen wir mal hier hin. Okay. Jetzt brauchen wir noch 3 Knickarme. Ne, 3, ne? 1, 2, 3. 3 Stück, oh Gott. 3 Knickarme, kann ich mir das leisten? Nein! Und woran liegt es? Es scheitert natürlich an der elektronischen Schaltkreise. Es scheitert also
am Holz. Hier oben fehlt auch noch 1000-mal Strom. Hier oben werde ich wahrscheinlich dann ein Elektroabbaugerät bauen. Ein Elektroabbaugerät, das hört sich komisch an, aber ist so. Ja, ein Abbaugerät, ein elektronisches. Kann ich mir sowas denn überhaupt schon leisten? Also, beziehungsweise kann ich sowas überhaupt bauen? Ja, ich brauche nur ein bisschen Eisen. So, jetzt haben wir das hier geschafft, okay? Das wollte ich ja haben. So, irgendwas wollte ich aber noch machen. Boah, was war es denn gerade? War das die Logistik? Genau, die Logistik wollte ich noch hinterher zimmern. Okay, das zimmere ich dann einfach schnell hinterher. Erstmal wollte ich mir noch ein bisschen Eisen. Die Verteidigung muss ich wieder höher schieben dann. Brauche ich auf jeden Fall. Ein bisschen Platten, ein bisschen Eisen. Das passt. Dann baue ich mir einen so einen Teil. Zieht natürlich die Gegner wieder voll fett an und so. Hier habe ich noch ein bisschen Strom, den ich nach oben ziehe. Weil den Strom kann ich jetzt hier oben ganz gut gebrauchen. So. Okay, dann. Abgebaut. Hier ist gar nicht mehr so viel Kohle drin. Ja, Stein drin. Aber es soll angeblich ja auch ja, unendlich sein. Das werden wir dann sehen, ob es wirklich unendlich ist, wenn es dann fertig ist, gebaut ist. Kupferkabel. Vor allem, wie ich einfach Doppelsachen kriege, das ist voll witzig. Das ist voll cool. Eigentlich müsste ich das voll ausbauen. Aber irgendwann produziert man ja gar nicht mehr per Hand. Also, da ist halt die Frage, ob das sich dann überhaupt noch lohnt. Oh Gott, das ist ein riesiges Ding hier. So 1,5 pro Sekunde. Na gut, dann hau mal rein, die Steinchen. Und du produzierst schön fleißig. Das finde ich gut. Mauern müssen wir auf jeden Fall produzieren. Das ist, das stimmt. Weil ich habe gerade noch ein paar Kommentare gelesen. Ich nehme ja heute immer noch am Dienstag auf. Aber ein bisschen was konnte ich halt schon lesen. So. Und ja, dafür kommen jetzt hier eigentlich ein paar rote rein. Geht ja noch nicht, weil ich Dings habe. Okay, ich muss also noch 20 Stück persönlich basteln. Hier 1, 2, 3, 4. So, basteln wir mal 5 persönlich. Und dann können wir hier dann auch nämlich die Untertunnelung machen. Okay, das passt. Ein Wissenschaftspaket Bonus bekommen. Geil. Da lohnt sich das richtig. So, schon mal anfangen hier. Noch ein Bonuspaket. What the fuck? Alter, ich muss das echt... Crafting-Bonus, komm. Na gut, ich weiß gar nicht, wie viel das ausmacht. Muss ich echt zugeben, weil zwei... Ja, Level 2, aber wie viel Prozent sind das? Ups, hier will ich draufklicken. Wie viel Prozent sind das dann? Okay, haben wir das soweit schon mal geschafft. Da haben wir jetzt hier Forschung. Hier oben brauche ich auf jeden Fall noch... Oh ja, hier oben vielleicht noch ein bisschen... Habe ich Kohle einstecken? Natürlich nicht. Schmeiße ich mal Holz rein. Also wäre schon ganz gut, wenn der hier noch ein bisschen was abbaut, weil 5 Stück ist ein bisschen wenig. Könnte mehr sein. So, und ich würde mich dann gerne noch unten darum kümmern, um die Tree Farm Fabrik. Die braucht ja auch noch eine gewisse... Ja, Selbstständigkeit. So nenne ich es jetzt einfach mal. Okay. Ja, hier wird das Zeug so rausgeholt. So. Blum, blum. Da brauche ich aber auch, unterirdische Fließbänder, weil ich würde das Ganze so machen. Und dann, hier dann eine Abzweigung irgendwie. Also brauche ich auch ein Teilfließband. Dann wird hier abgezweigt. Dann geht es halt hier nach unten. Und der holt sich das dann hier so raus. Ne, hier das Gleiche. Und setzt die, Samen dann da rein. So. Wir gehen schnell wieder nach oben. Denn wir brauchen unbedingt noch die roten hier, mich noch reinschmeißen. So. Gut, das Logistikding funktioniert also soweit, so gut. Sollte zumindest funktionieren. Und dann müssen wir nur noch gucken, dass wir das Ganze dahin bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das mit der Kiste mache. Aber die Kiste als Zwischenbuffer könnte ich eigentlich lassen. Müsste ich jetzt nur hier vielleicht ein bisschen so machen und dann hier runter. So. Okay. Okay, gehen wir hier rein. Schmeißen die Kupfererze einfach mal per Hand da rein. Genauso auch wie Eisenerz und Stein lasse ich einfach im Inventar. Das passt schon. So, bis jetzt kamen noch keine Gegner. Das finde ich ja krass. Wie sieht es denn aus mit Gegnern? Hier haben wir eine fette Familie, die auf uns wartet. Ansonsten ist alles noch okay. Gut. So.
Logistik ist fast abgeschlossen. Dann möchte ich mal kurz schauen, um das hier zu bekommen, muss ich ja, jetzt könnte ich auch Replikator 2 dann auch erforschen. Aber irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob man da doppelt was forschen kann oder ob es immer nur eins geht. Also entweder das oder das. Das werden wir uns dann auch nochmal anschauen. Ich lasse es mal hier unten stehen. Diese Replikator-Sache. Ah, wir brauchen 100 Magnete. Also ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich klaue mir mal kurz ein bisschen, ups, ein bisschen Kohle. Damit hier oben unser, ja, seltener Stein permanent abgebaut werden kann. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ja, das kommt weg. Dafür kommt das rein. So, und dann kommt hier halt jetzt ein Haufen Stein raus. Das ist gut. Wir brauchen nämlich einen Haufen Magnete dann dafür. Okay. Aber das hier funktioniert schon mal ganz gut. Waffen sollte ich vielleicht noch ein paar herstellen. Das wäre nicht schlecht. Noch gleich mal 5 Stück. Gleich mal ein bisschen übertreiben. Warum nicht? Bedeutet aber auch, wir müssten Munition herstellen. Übertreiben wir auch mal wieder ein bisschen. Passt schon mal ganz gut so. So weit, so gut. Ja, ein paar Bonus-Armor bekommen. Vielleicht bekommen wir auch einen Bonus-Turm. Nein, tun wir nicht. Schade. Aber kommt vielleicht noch. Gut. Wir haben noch einen Greifarm. Das ist eigentlich ganz cool. Wie sieht es aus mit der Logistik? Die dürfte aber eigentlich. Die Flaschen müssten eigentlich ausreichen. Wenn das jetzt fertig ist. Ja, die reichen aus. Wären eigentlich schon cool, zwei von den Dingern hinzubauen. Wie teuer ist denn so ein Forschungslabor? Burner Lab. Was ist denn ein Burner Lab? Hä? Ein Labor und ein Burner Lab. Der funktioniert wohl ohne Strom, oder was? Das ist ja witzig. Aber, nee. Der funktioniert anscheinend ohne Strom oder so. Ist schon cool irgendwo. Ich möchte nämlich meine Teilfließbänder haben. Okay, wir haben das fertig. Dann erforschen wir jetzt mal Replikator 2. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also, ach du Scheiße, wir brauchen 100 mal das. Das heißt, wir brauchen 200 davon. Boah, das per Hand zu machen ist fast schon unmöglich. Moment mal. Wir testen mal was. Und zwar. Ach, den Mist brauchen wir ja auch noch. Benötigt für Replikator 4. Was? Okay, dann brauchen wir es noch nicht. Das ist gut. Was brauche ich denn zum Beispiel noch? Mal kurz schauen. Steinwände. Brauche ich noch. Mache ich mal kurz so. Und jetzt drücke ich mal hier unten auf Replikator 2. Wo ist der hin? So. Und drücke hier auch nochmal forschen. Ah, nee, geht nur eins von beiden. Okay. Gut, dann müssen wir das eh erstmal alles aufbauen. Nervig. Da müssen wir schauen. Erstmal werde ich, glaube ich, jetzt mit unterirdischen Fließbändern noch arbeiten. Brauche ich Eisenplatten und ich will mir raus. Muss hier warten, bis hier unten nochmal fertig gebaut ist. Und dann müssen wir schauen, da müssen wir ja auch wieder eine Art Maschinerie bauen, weil wir ja tatsächlich 100, 200, boah, wir brauchen 200 von diesen Magneten und eins dieser Magnete braucht 5 Earth. Also 200 mal 5, da sind wir bei 1000, ne? Bei 1000 Earth brauchen wir. Das kann ja Jahre dauern, bis wir das haben. Vielleicht sollte ich tatsächlich erstmal hier nur abbauen. Und das erstmal sammeln. Und wenn es dann soweit ist, dass ich dann noch Haufen habe von dem Zeug. Ich brauche dann auch noch so. Also ich brauche erstmal, glaube ich, 1000 von dem Earth. Und dann brauche ich nochmal Earth. Nochmal extra. Was wollte ich jetzt machen? Eine Kiste würde ich bauen. Okay. So, ich habe leider keine Kohle einstecken. Ist ein bisschen schade. Hole ich aber noch. Ah, die Replikator sind eigentlich voll geil, weil damit kannst du ja auch Ohr herstellen und so. Ist schon krass. Aber ich glaube, man braucht das ganze Zeug auch tierisch. Okay, jetzt haben wir das fertig. Dann baue ich noch ein unterirdisches Fließband. Ist ganz wichtig. So. Und die sammelt jetzt erstmal unsere Earth auf, solange wir. Weil sonst ist es ein bisschen schwachsinnig, da jetzt zu warten, bis man das 1000 dann nach und nach hat. Das dauert dann zu lange mit der Erforschung. So, dann wollte ich jetzt endlich Dings anschließen, die hier. Und zwar kann man das mit dem Knickarm da drauflegen? Sagt er, okay, mache ich.
Nee. Ja, ist ein bisschen blöd. Bisschen blöd verlaufen, aber okay. Machen wir es so. Klick und Klick. Dann Knickarm. Das war kein Knickarm, das ist ein Knickarm. So, und dann geht das hier oben los und er produziert wenigstens schon mal ein paar rote. Natürlich, ja. Oh. Ha! Easy weggeschossen. Hat er verdient. Hat er verdient. So, okay. Dann, damit das hier nicht auch nochmal so ausartet, bauen wir hier nochmal zwei hin. Machen uns hier schon mal eine kleine Mauer vielleicht. Da blitzt es und donnert's. Okay. Brauchen natürlich alle Munition. So, 20. Also Lasertürme sind ja eh dann wieder immer das Nonplusultra, was ich gerne machen würde. Ist aber immer ein bisschen schwierig. Na gut, 20, 20, 20 ist ein bisschen blöd. Dann gebe ich dir jetzt auch mal 20. Und bastel mir gleich noch ein bisschen mehr Munition. Lasertürme sind halt schwierig, weil man die jetzt erstmal Ewigkeiten nicht bekommt. So, der Strom ist komplett ausgefallen. Ah, weil Nacht ist. Beziehungsweise weil es regnet. Wir brauchen also auch mehr Akkus. Wir haben ja sogar noch ein paar Akkus hier rumstehen. Warum habe ich die nicht hingesetzt? Wir haben ja hier noch ein paar Akkus. Das sieht alles noch ein bisschen beschissen aus hier in der Ecke. Aber ist okay. Hauptsache, es funktioniert erstmal. Das finde ich mit am wichtigsten. Jetzt mal hier noch eins drin. So, und hier vielleicht. Da passt ja leider keiner. So. Da kommt hier noch. So, und dann haben wir ein bisschen Strom dann nachher. Das heißt, wir können jetzt auch gerade nichts produzieren. Weil alle keinen Strom haben. Scheiß Regen, würde ich sagen. Wenigstens gehen unsere Geschütze dadurch noch. Wir haben noch 3 Minuten, dann ist schon wieder die Zeit vorbei. Krass. So, 20 wollte ich da reinmachen. So, haben sie alle jetzt mal schön Dings. Okay. So, die Forschung funktioniert auch erstmal nicht. Also keine Steinwände produzieren. Ist okay. So, hier unten wollte ich jetzt nämlich mit den Untertunnelungen, kann ich ja jetzt unten ein bisschen weiter bauen. Wir haben jetzt Teilfließbänder. Machen wir eins rein und eine Untertunnelung. Kann man vielleicht gebrauchen. So, und dann ja, kann ich hier eigentlich Befeuerte benutzen, weil die, zumindest der kann befeuert sein. Ach, so ein Schwachsinn. Ich komme, wir machen gleich Strom hier rein, fertig ist. Kriegen wir schon hin mit dem Strom. Wir wollen mal nicht so sein. Ich habe ein Kupferkabel extra bekommen. Boah, geil. Geil. Okay. Müssen wir kurz schauen. Ah. Pass auf, ich mache das so. Setzen wir dahin. Das Ding setzen wir noch ein bisschen weiter nach da. Und dann machen wir es tatsächlich so, dass hier. Machen wir einfach hier so einen Knickarm rein. Und der sagt dann hier nach oben. Und dann soll er sich das von dem Teiler nehmen. Das fände ich vielleicht sogar ganz gut. Ja, ein bisschen weit hinten, weil der nimmt dass ich das jetzt nicht mehr. Nee, dann machen wir es doch so, wie ich es ursprünglich vorhatte. Tut mir leid, alles immer umbauen. So, der geht jetzt dahin. Der schnappt sich das dann und das Ganze wird dann hier hinten irgendwo mal ausgeladen. Und zwar hier. Dann kommt hier der Untertunnel rein, weil irgendwo muss der ja mal rein. Vielleicht alles ein bisschen komplex aus. Und vielleicht der eine oder andere erinnert das vielleicht auch an. Oh Gott, das ist viel zu knapp, ne? Ach, stimmt ja, verdammt, das ist viel zu knapp. Verdammt. Oh, Steinwände sind fertig. Krass. Okay, das ist cool. Tore, es ist mir jetzt noch nicht so wichtig. Haben wir noch irgendwas, was sich vielleicht zu erforschen lohnt? Burner-Technik. Greifarm-Optimierung. Was ist das denn hier? Mohol. Sprengstoff? Was? Was? Mohol? Was ist denn der Mohol? Lava? Da kann man kristallisieren. Okay, interessant. Elektrotechnik. Ich würde schon Replikator gerne machen, aber der braucht halt so viel, ne? Der braucht richtig viel. Die brauchen alle sehr viel. Da muss ich auch nochmal eine richtige Maschinerie aufbauen wahrscheinlich. Weil sonst braucht das echt viel zu viel. Stahl könnte ich vielleicht mal erforschen. So, das ganze Ding muss ich jetzt nach höher heben, weil wir haben nämlich das Problem gehabt, wenn der Baum da, wenn da so ein Baum ist, Leute, wenn da ein Baum ist,
dann fließt da nichts mehr auf dem Fließband lang. Deswegen will ich das alles höher setzen. So. Ja, ein Abstand reicht, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Das heißt, das sind jetzt die Setzlinge. Ja. Okay. Das sind die Setzlinge. Und dann ist das jetzt hier... Ach, warte mal, ausladen muss aber hier sein. Auf der Höhe. What the fuck? Wie habe ich das denn gemacht gehabt? ja, na klar. Nee, ist nicht so klar. Ich muss das dann so machen irgendwie. Oder habe ich... Ich habe es, glaube ich, so gemacht, dass ich hier so gemacht habe. Hier kommt Untertunnelung rein. Und dann klappt das. Also brauche ich noch einiges an Untertunnelung. Wir sind schon wieder am Ende. Aber das würde ich gerne nochmal aufbauen jetzt. Weil wieso sind hier eigentlich Fließbänder drin, wenn da gar keine gibt? Und Untertunnelung brauche ich einen Haufen. Teilfließbänder brauche ich ein paar. Ach du Scheiße. Ist ja auch viel. Ist ja auch viel. Ah, okay. Wir ziehen das jetzt schön hier hin. Okay. Dann kommt hier ein Knickarm. Der kann von mir aus direkt hier sein. Dann ein Dings, das dann hier auch die schönen Setzlinge herbaut. Und dann so. Und das Ganze geht dann hier runter. Von mir aus direkt in die Untertunnelung rein. Das mache ich mal weg. Dann hier eine schöne Drehung. Und hier kommen dann zum Beispiel die Fließbänder, die Teilfließbänder rein. Und zwar direkt hier eins. So, ich weiß nicht, das dürfte vielleicht sogar ausreichen dort, wo es jetzt ist. Da hier ein Knickarm, dann wird das reingemacht. Und hier... Na, ich muss noch ein bisschen Eisen holen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ein bisschen überziehen ist ja nicht verkehrt, gerade am Anfang von so einer fetten Staffel. Da hat man noch sehr viel zu tun. Da kann man das mal machen. So. Okay, wir haben das hier. So, Knickarme so und so. Klack, klack, klack. Geht nach oben. Hier geht auch schon alles nach oben. Perfekt. So, dann kommt hier eine Untertunnelung rein. Und da kommt dann auch noch eine rein. Ich mache bestimmt irgendwas ein bisschen zu kompliziert. Kann natürlich sein. So, ich hoffe, dass ich jetzt die Teilfließbänder überhaupt noch reinbekomme. Sieht nicht so aus, verdammt. Ich kann es so machen, aber... Ja gut, der Baum hoffentlich nicht... Der wird ja nicht im Weg sein dadurch, also... Wird schon funktionieren. So, hoffentlich geht der Knickarm auch. So, ich brauche jetzt noch... 1, 2, 3. 3 Knickis. Hier unten brauche ich erstmal kein Teilfließband. Oh, Stahl ist fertig. Okay. Erweiterte Metallverarbeitung. Oh Gott, kann ich mir gar nicht leisten. Ich möchte irgendwie sowas erstmal machen. Was ist das denn? Fast Long Inserter Logistik 2. Ich brauche erstmal die ganzen roten Dinge. Optik. Da können wir Lampen bauen. So dunkel, wie es bei uns immer ist. Vielleicht mal gar nicht so schlecht. So. Okay. Klick, klick. Und klick. Brauche aber schon einen Haufen Strom. Das muss man dazu vielleicht auch noch sagen. Also stromtechnisch muss hier ganz schön was ran. Ein Knickarm brauche ich vielleicht doch noch. Und noch eine Kiste. Damit wir hier hinten dann schon mal uns ein bisschen Holz speichern können. Wobei das anfangs wahrscheinlich nicht so einfach wird. Gut, dann Strom. Da brauche ich ein bisschen Holz. Bohlen. Ja, ich brauche also Holz. Ah. Um Holz zu machen, muss ich Holz holen. Das ist so komisch. Oh Gott, 4 Minuten drüber schon. Kein Problem. Das ist halt eine 30-Minuten-Folge gleich. So. Nur den Strom noch setzen. Okay, einmal hier. Einmal hier. Und dann hier auch noch, natürlich, logischerweise. Geht sich leider nicht aus. So. Und dann ziehen wir das nach oben. Okay, vielleicht doch ein bisschen Umweg fahren, sage ich schon. Und angeschlossen.
Gut, dann kann das ja unten jetzt langsam funktionieren. Und zwar funktioniert es aber erst in dem Moment, wo hier tatsächlich mal was gewachsen ist. Ich hoffe, hier fehlt nicht noch irgendwas, weil irgendwie wächst hier nichts. Oder es wächst einfach langsamer. Nicht, dass man mittlerweile hier noch was anderes reinmachen muss. Aber es wird, glaube ich, funktionieren. So, habe ich noch ein bisschen Holz einstecken? Nein, habe ich alle komplett verarbeitet. Dann werde ich jetzt noch ganz schnell hier ein bisschen Holz abbauen. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass richtig scheiß starke Gegner kommen sollen, die irgendwie mit einem Haps eine Mauer wegmachen oder die dreimal auf einmal schießen können. Und jetzt wird wieder angegriffen. Na, ganz oben diesmal. Schauen wir schnell nach. Ja, hat ein bisschen Schaden bekommen, der Turm. Nicht gut, nicht gut. Okay. Müssen wir uns mal Reparaturpacks bauen. Die gibt es hier. Brauche ich mal 5 Stück. So, dann. Hier wollte ich jetzt nämlich einfach mal ein bisschen Holz reinschmeißen, damit sich das quasi schon mal anfangen kann. Automatisch. So, sich so verteilen kann quasi. Gut, das haben wir auch fertig. Aber wie gesagt, als nächstes gehen wir die Replikatoren aber wirklich an, weil die brauchen wir. Das ist irgendwie dann doch recht wichtig, dass wir die mit reinnehmen. Große Sanddrun. Man kann auch Sanddrun herstellen. Okay. Also ich weiß ja, die Mauern, die kann man herstellen, so Sandmauern und so, die sind auch ziemlich cool. Die werde ich auch dann relativ schnell machen müssen. Was ich gerne hätte, wäre das jetzt noch. Nicht die Wasser, sondern die Wasseraufbereitung war das eigentlich. Schmutzwasseraufbereitung, wo haben wir das denn? Hat man das nicht gerade hier mit drin oder war das hier irgendwo? Nee. Weil das ist ja bloß eine Pumpe. Die pumpt ja bloß ganz normal durch die Gegend. Aber ich hatte doch letztens hier die Schmutzwasseraufbearbeitung mit drin. Bin ich denn blind? Luftkompression. Hier, Wasserreinigung. Das wäre nicht schlecht, weil daraus könnten wir uns nämlich eine unendliche Steinquelle quasi basteln oder Sandquelle. Und durch diesen Sand können wir uns dann quasi mit Sand und mit Stein können wir uns ein Sandsteinmauernfabrik bauen. Das wäre nicht schlecht. Flüssigkeitshand. Was Hantiervorrichtung, okay. Ach, ermöglicht, okay. Gut, dafür brauche ich aber noch die Grünwissenschaftspakete. Und die Grünwissenschaftspakete, liebe Leute, sind wieder so krank, dass es wieder ewig dauert. Ja, da brauche ich Greifarm und Fließband. Oh Gott. Das sind so die Sachen, die man am Anfang einfach machen muss, leider. Die aber alles wieder total immer durcheinander bringen. Ich bin jetzt momentan auch ziemlich durcheinander. Muss sollte man ja vielleicht dazu auch noch sagen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi. Ich suche mir irgendwas zum Forschen raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Ja.